Guten Morgen, meine lieben Freunde. Heute haben wir den 22.12.2020. Noch immer sind wir mit den Zweiern sehr beschäftigt, nennen wir das mal so. Und ja, es ist eine besondere Zeit. Wir sind gestern mit dem 21.12. in das Wassermann-Zeitalter eingestiegen, und leider Gottes konnte man von Südtirol aus nicht viel wahrnehmen, was unsere Planeten und diese strahlenden Sterne, nennen wir es mal so, angeht, weil er leider schon seit einigen Tagen ja alles bewölkt ist. Und trotz allem, auch wenn oben die Wolken sind, wird diese besondere Energie nun immer mehr in uns einwirken, einstrahlen, und wir freuen uns darüber ganz besonders. Ein herzliches Willkommen in dieser neuen Ära, in dieser neuen Zeit. Und jetzt gehen wir schauen, was unsere neue Zeit jetzt bringt. Meine lieben Menschenkinder, freut euch auf diese neue, besondere Zeit, der ihr nun immer mehr entgegengehen dürft. Ihr seid nun dieses große, wunderbare Portal übergegangen. Gemeinsam, alle gemeinsam, seid ihr nun aufgehoben und werdet immer höher aufgehoben werden in diese neue wunderbare Schwingung. Diese Schwingung oder auch diese Frequenz, die wir das Christusbewusstsein nennen, so ihr auf dieser eurer Erde, um es euch etwas leichter vorzustellen. Denn ihr habt einst einem Sohn Gottes einen Namen gegeben. Ihr nanntet ihn Jesus. Jesus war wohl einer der bekanntesten unter euch Menschen, der die Liebe und das wahre Christusbewusstsein verkünden durfte. In seiner Zeit, damals, war er hochgepriesen und er wahrhaftig ein Sohn Gottes. Der Sohn bedeutet in diesem Sinne männlich, weiblich, alles gemeinsam wurde dort durch ihn gesprochen, er als Mann verkörpert. Wir möchten euch aber darauf auch hinweisen, dass es auch im weiblichen Sinne war und es immer wieder sein wird. Diese Frau unter euch wurde über Jahrhunderte nicht mehr richtig angesprochen, die Weiblichkeit und somit auch die Mutter Erde. Und in diesem Sinne wurde sie immer mehr verbannt und zunichte gemacht. Die Kraft und die Natur dieses Herzens, der Gaia, der Mutter Erde. Nun, meine lieben Menschenkinder, da ihr nun angehoben wurdet in dieses himmlische Reich, in dieses goldene Zeitalter und ihr immer mehr, aber sehr langsam aufsteigen werdet, wird auch diese Mutter Natur wieder wahrhaftig in einer neuen Form für euch blühen und euch zeigen, was sich in ihrer Kraft, was sich im tiefsten ihrer Erde noch alles verbirgt. Denn über die ganzen Jahrhunderte wurde dies alles zugemauert, zubetoniert und geteert und viel darüber gebaut. Mutter Erde wurde gekratzt und wurde gedemütigt in all ihren Formen, selbst gemacht von euch Menschenkindern. Und nun wird dieses Bewusstsein wieder aufsteigen und kraftvoll wird sie sich zeigen. Ja, sie wird sich in einer Art und Weise auch wehren.
Sie wird zeigen, was sie alles kann und wo sie wieder möchte, zeigen diese wahre Natur, das wahre Grün, die Pflanzen, die Wurzeln, die sich nun wieder emporarbeiten, hoch durch die Erde, durch die Erdschichten und über die Erdoberfläche hinaus. In diesem Sinne, fürchtet euch nicht, denn es ist alles gut, so wie es eben ist. Und jede Seele, die entscheidet, dies mitzugehen, diese Seele hat es bereits zuvor entschieden. Diese Seelen dürfen hier sein und dürfen aber auch gehen, um in einem neuen Moment wieder hier zu inkarnieren und hier zu sein. Freut euch darüber, denn es ist alles so, wie es sein sollte. Jeder Mensch hat seinen freien Willen und dieser freie Wille, dieser kann nun auch wirklich, soweit ihr das wünscht, in einer Art und Weise angehoben werden, sodass ihr nun die Fähigkeit haben werdet, euer Leben und euer Dasein wirklich im göttlichen Sinne, im Christusbewusstsein zu leben. Und somit könnt ihr euch neu manifestieren und auch euer Dasein wird neu manifestiert. Freut euch darauf, es wird ein wunderbares Dasein für euch, nicht im schmarotzerhaften und missbrauchten Gedanken. Dies wird nun alles zerfallen, jede Art von Abhängigkeiten, von Missbrauch, Missgunst und alles, was dazu gehört, alles, was nicht mehr in Liebe, im Christusbewusstsein dasteht und vollbracht wird, wird nicht mehr in dieser Kraft und Form beständig bleiben. Es ist nun der Zerfall von all dem, was wahr und korrupt war, angesagt. Ihr seht es bereits rund um euch, wie vieles zusammenbricht und es wird noch weiter zusammenbrechen. Bleibt in eurer Harmonie, in eurer Mitte, in eurem Dasein. Für euch ist gesorgt, soweit ihr das wünscht. Glaubt an euch, an euer Dasein, an eure Liebe, an allem, was ihr seid. Bleibt in eurer Mitte, denn ihr werdet noch mehr sehen, als euer Auge jemals wahrgenommen hat. Ihr werdet einsteigen in das goldene Zeitalter und ihr werdet Frieden und Harmonie in euch finden und auch leben. Vereint euch mit den Menschen, die dasselbe wünschen. Und im Grunde, wenn ihr ehrlich zu euch seid, wünscht ihr ja nur die Gesundheit und dass ihr in Harmonie und Zufriedenheit seid. Deshalb wird es auch teilweise auf eine harte
Art und Weise euch beigebracht, alles loszulassen, um dass ihr zu euch findet, zum Mensch, zum Herz, in eure Tiefe. Und dann wird diese Tiefe, die Jahrhunderte über euch gewacht hat, verschwinden, denn es ist ein Schwindel und ihr werdet erwachen, wachen und ihr werdet sehen, was das wahre Göttliche ist. Dies alles wird nun in den nächsten Jahren und auch Jahrzehnten für euch da sein. Jeder hat seinen Rhythmus und seine Zeit. Es ist eure Zeitrechnung. Einige von euch sind bereits nicht mehr in dieser eurer Zeitrechnung. Und diese Menschen sind bereits in einem Acht des Zustandes des Christusbewusstseins. Eure Worte, eure Gedanken werden nun zur Realität. Aus diesem Grunde freut euch und ihr werdet eurer Macht bewusst werden, denn viel mehr kann jeder von euch, als er jemals wahrgenommen hat. Bleibt in euch, auch wenn im Außen, so scheint es, alles zerbricht. Ich sage euch durch diesen Munde, bleibt in euch und in euren Frieden. Danke. Ich liebe euch. Bis bald.